Ich schieße gerade mit meiner Stinger Steamboat und zwar mit Laservisier und 6 Schuss Magazin. Das Ding schießt auf einen Streukreis von 5 cm. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Stinger von der Firma Steamboat. Und es ist mir eine Freude, dieses Teil mit eingebautem Leuchtpunktvisier. Yeah! Übrigens auch erlaubt in Deutschland, dazu komme ich auch noch. Mit schönen Zubehörmöglichkeiten, aber dazu komme ich noch. Schau mal her, da oben ist ein Magazin. Da drückst du diesen Bügel und dadurch kannst du die Klappe hier öffnen. Das hier ist der dazugehörige Magazin. Du hältst das Teil, nimmst ganz, das sieht jetzt mal, ganz normale Pistolenarmbrustpfeile. Es gibt sehr bald vom Hersteller auch Pfeile, die Jagdspitzen vorne drauf haben. Die sind schon fix fertig konzipiert, getestet und alles, dann müssen noch produziert werden. Kriegst du übrigens dann ganz speziell bei mir, also jeder, wenn du jetzt so eine Spezialarmbrust, Schnellschussarmbrust, einen Stinger bei mir kaufst, dann garantiere ich dir auch, dass du diese Spezialjagdpfeile bekommst. Aufsetzen, boom, und abschießen und das war's auch schon. Du hast hier eine Übersicht, wie viele Pfeile oder Bolzen, das kann man jetzt sehen, wie man will, noch in der Armbrust enthalten sind. Vorsicht, ich schalte jetzt den Laser ein. Ja? Da greife ich nicht von unten durch, sondern ich greife von oben durch. Da gibt es hier einen kleinen Schalter, einschalten und die Sache geht. Und boom! Ich finde das einfach total genial. Und ich glaube, du siehst auch, wie schnell das geht. Wir werden dann noch ein paar Tests machen auf weitere Distanz. Und auch Durchschlagstests. Kriegst du alles in dem Video, also bleib dran. Also ich finde, dass das schon was hat. Ja, machen wir einen kleinen Präzisionstest. Ich hoffe, du kannst den Laserpunkt jetzt gut im Ziel sehen. Ja. Und bumm. Ach, Reini, reiß die Zange ein bisschen erst. Ja, geht ja. Es liegt nicht am Material, sondern meistens am Schützen. Und einmal noch. Hurra! Also ich glaube, dass der Streukreis total okay ist. Und damit es jetzt nicht heißt, Reini, du bist sicher 4 Meter davor gestanden. Ich stehe doch immer da, wo ich gestanden bin. Alles zusammen. In der Geschwindigkeit. Wofür ist das da? Einerseits zum Spaßschießen. Ja, ganz klarerweise zum Spaßschießen. Weil es einfach Spaß macht. Du kannst sehr einfach, sehr leicht, es ist ja auch ganz einfach durch diesen Haltegriff, der hier vorne ist, den man auch übrigens abmontieren kann. Das heißt, wenn du es mehr in einen Pistolenstil haben willst, dann ist das auch okay. Dann kannst du im Endeffekt so schießen. Mir persönlich ist es mit diesem Griff hier lieber, der ist auch im Lieferumfang enthalten, also das kannst du ohnehin entscheiden. Du kannst es ganz einfach aufspannen, es ist sehr, sehr leicht, da braucht man nicht irgendwas abdrücken oder sonst irgendwas und du kannst gleich wieder schießen. Also das gefällt mir wirklich, aber jetzt wollen wir mal einen Durchschlagstest machen. Den ersten Durchschlagstest will ich mit einer absolut festen, ja, die ist noch nicht ganz reif, aber das ist wirklich eine feste Melone machen, also hör mal. Ist das jetzt eine Wassermelone oder Honigmelone? Ich weiß es nicht. Schreibt mal einen Kommentar, was das jetzt für eine Melone ist. Sie ist auf jeden Fall sehr hart, schwer und rawumsti kabumsti. Die stelle ich jetzt da hinten hin und dann schießen wir mal drauf. Ja, da ist es nun, das Melönchen. Reinladen und gleich einen zweiten, wenn es Spaß macht. Und einen dritten auch. Machen wir einen dritten auch, aber sicher. Könnte man einen vierten auch machen? Wir machen das, aber nur heute im Sonderangebot. Und einen... Das war's, das habe ich ausgeschossen. Ha, jetzt gehen wir gleich einmal hin. Also, einfach durchgeschossen. Schau mal her. Da vorne sind die Einschusslöcher. Das fährt dann da durch und geht dann da hinten einfach so raus und steckt da in der Erde drin. Ja? Da stecken sie in der Erde drinnen, die Pfeile. Also, ja.
Ich weiß nicht. Ich habe jetzt dann viel Melone zum Essen, oder wir haben viel Melone zu essen. Ich bin zwar momentan noch allein, aber die Kinder und ich werden das dann nachher wegputzen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Du kennst doch sicher die Geschichte von Wilhelm Tell, oder? Den Schweizer Armbrustschützenheld, der von einem bösen Österreicher, einem meiner Landsleute, er kann auch nichts dafür, wir sind nicht alle perfekt wie Österreicher, dazu gezwungen wurde, von seinem Sohn, glaube ich, einen Apfel vom Kopf zu schießen. Ne? Ich will Wiedergutmachung tun. Und zwar, nein, natürlich schieße ich nicht auf meinen eigenen Kopf, ja. Habe ja keinen Knall. Da hinten, da sind die Äpfel jetzt in dieser Distanz aufgebracht. Ich bringe dich ein bisschen näher. So, hurra. Ich schalte jetzt den Laser ein, spanne jetzt einen Pfeil rein und versuche, die zu treffen. Laser. Ja. Tell 1. Tell 2. Konzentration. Tell 3. Tell 4. Tell 5. Komm. Ja. Und einmal noch. Bitte. Ai, ganz da geraten, Jusaki. Ums Ätzel daneben. Gar zu kurz. Aber ich bin da, ich bin zufrieden. 5 von 6. Ja, mit diesem Teil. Und ich glaube, dass der Wilhelm Tell das nicht braucht hätte. Aber vielleicht bist du kein Wilhelm Tell und hast nicht schon 5000 Bolzen verschossen und bist nicht so zielsicher. Aber mit diesem Teil hier, nämlich mit dem Laservisier, kannst du das ganz locker, wie du siehst, auch selber machen. So, ich mache dann nachher noch einen Weitschusstest, also hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Vielleicht fragst dich du jetzt, darf ich diesen Laser in Deutschland haben? Weil Laser an Waffen in Deutschland, gefährlich! Und das ist korrekt. Ein Waffenlaser an einer Faustfeuerwaffe oder so einer Langwaffe oder was, das ist. Der Laser allein ist schon illegal. Aber dieser Laser hier nicht. Warum? Er ist fix verbaut, man kann die Batterie wechseln. Wenn du das Ding bei mir kaufst, kriegst du auch eine Videoanleitung, wo ich das genau zeige, Pflege, wie du den Laser einstellst, wie du mit dem umgehst, was du montieren kannst, wie du es zusammenbaust, wie du den stärkeren Bogen, es gibt auch einen stärkeren Bogen mit ungefähr 100 Pfund, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Zubehörteil. Kriegst du alles, ich gebe dir unten den Link in meinen Shop, aber das ist gar nicht der Punkt. Der ist ja fix verbaut, dieser Laser. Das heißt, das darfst du in Deutschland haben, ohne Probleme. Yay! Weil du kannst dir dann eine Waffe montieren. Ja, der ist fix montiert. Und auf einer Armbrust darf man das ja haben. Also keine Sorge, du, auch wenn du aus Deutschland kommst, du darfst dieses Teil ganz legal haben. Liebe Österreicher. Es gibt hier einen Aufbausatz. Da kannst du so eine Schiene, die du auch bei mir im Shop kriegst, hier drauf montieren. Ist ganz einfach. Und kannst dir dort eine taktische Lampe montieren. Das heißt, du hast dann beides. Du kannst hier einerseits den Laser einstellen und durch einen Druck. Ich zeige dir das aber alles im Shop, geh auf meinen Shop, schau dir das an. Da gibt es auch ein Video, wo ich dir das zeige mit dieser Lampe. Und gleichzeitig die Lampe einschalten und bumm, ja, so. Ich finde das super, ich finde das wirklich super. Also ich finde, das ist wirklich ein richtiger Vorteil. Sehr leicht, leicht kompakt. Es gibt auch einen Sling, den man da einhängen kann, dann kannst du die da so herhängen. Also ich mag das Teil wirklich, wirklich, wirklich gern. Ja, der Sack da hinten, 25 Meter entfernt, und ich schieße jetzt nur mit Kimme und Korn. Das heißt, du hast hier eine Visierlinie, ja, und mit der schieße ich. Da passt vorne das Reflexvisier, das HDR-Reflexvisier drauf, was du auch bei mir im Shop hast, kriegst, das ich für die HDR50 verwende. Gib da unten den Link in meinen Shop, schau dir das an. Und das passt hier perfekt drauf, aber ich mache es absichtlich nicht. Aus einem speziellen Grund. Technik, Elektronik, alles, was elektrisch betrieben ist, kann ausfallen. Das hier, ja, kann auch, weiß ich nicht, abbrechen, du kannst es abfeilen, aber sonst gibt es da keinen Grund. Also, ich schieße jetzt mit Kimme und Korn drauf. Da waren jetzt einmal alle 6 im Ziel, aber für die Skeptiker unter euch, ich gehe hin und zeig's da. Ja, für Kimme und Korn finde ich das okay, ja, finde ich das absolut okay. Mit einem Leuchtpunktvisier schießt du auch wieder ganz klein auf dieses Ziel zusammen, aber das war mit Kimme und Korn einfach grob.
Ich bin mit diesem Streukreis absolut zufrieden, aber ich will noch ein bisschen weiter weggehen. Ja, ich bin jetzt 40 Meter entfernt und ich will nicht auf das Auto hier schießen, sondern auf diesen kleinen Sack hier. Und ja, ich lade ganz einfach wieder nach. Eine Sache noch, weil ich bei meinen Armbrustvideos immer wieder so ganz schlaue Kommentare kriege. Ich darf das hier, wirklich, ich darf das hier. Ich bin nicht irgendwo hingegangen, sondern ich darf das hier. Und das hier ist Privatgrund. Und natürlich könnten hier trotz alledem Leute durchgehen, aber ich achte darauf, ja. Also keine Sorge. Und wenn du daheim sagst, du möchtest Armbrust schießen, dann musst du das irgendwo tun, wo du die Erlaubnis hast. Das möchte ich noch dazu sagen, um auch Verantwortung zu zeigen. Aber wie gesagt, ich weiß, was ich tue und ich darf das hier auch. Also keine Sorge. Gut, aber wie auch immer, das war nur so am Rande. Schau mal her. Da ist es nun, das Dingsi. So, es ist halt heute recht windig. Ja. Und ich schieße wieder noch mit Kimme und Korn. Ja. Ei, daneben! Reini! Schau, so viele Leute sind. Geht ja. Sie schießt jetzt das erste Mal, also ich weiß nicht. Ich versuche den Haltepunkt zu erwischen. Yep. Der erste ist daneben gegangen. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo ich anhalten muss. Mit Kimme und Korn. Jawohl. So, und jetzt gehe ich wieder weg. Und wie gesagt, ich habe nichts auf die Schnelle drauf montiert oder so, sondern ich habe nur mit Kimme und Korn geschossen. Also das geht auf diese Distanz, wir schauen uns das jetzt dann nachher auch noch an. Das ist nur eine Notlösung. Wenn du dein Leuchtpunktvisier da drauf knallst, ja, dann triffst du wieder schön zusammen. Also das ist nicht der Punkt. Ich möchte eines noch dazu sagen, zu dieser Mini-Armbrust. Die ist klein, leicht, kompakt, kannst du mitnehmen. Das ist im Stand-by, kannst du die Pfeile halten, zeige ich dir dann nachher noch. Also ich finde das Teil wirklich genial und jetzt rede ich nicht mehr, sondern jetzt zeige ich dir, ob ich wirklich alle getroffen habe. So, einer ist ja daneben gegangen, ne? Einen habe ich ja daneben geschossen. Da sind zwei und da ist die nächste Gruppe. Also da habe ich eine Gruppe, ja, so. Ja, und da habe ich eine Gruppe. Also wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden und muss sagen, yeah. Ja, was ist nun das Fazit zu diesem Teil? Mein Fazit. Also ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert von dem Teil und kann dir nur sagen, du wirst auch deinen Spaß daran haben. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe jetzt 300 Mal damit geschossen, ein bisschen über 300 Mal inklusive diesen Test hier. Und ich hatte auch schon den Prototyp bei mir, das ist einige Zeit her. Wir haben dann verbessert und haben das jetzt in eine Art und Weise gebaut, die ich auch unterstützen kann und sagen kann, das ist einfach super. Ich meine, du siehst die Kadenz. Du hast einen eingebauten Laser, der auch in Deutschland erlaubt. Das ist überhaupt kein Problem. Das System funktioniert einwandfrei. Ja? Du kannst 6 Pfeile rausknallen. Ja? Sehr zielgenau, wie du gesehen hast. Du kannst hier ein Leuchtpunktvisier, findest du unten, ja, in meinem Shop, da hast du auch dann ein Video, wo ich das Leuchtpunktvisier vorstelle. Du kannst dir eine Schiene dazu machen und dir eine Lampe drauf montieren. In Deutschland ist die Lampe verboten leider, da musst du dir anderweitig helfen, aber das ist an einer anderen Stelle vielleicht mal, ja. Aber die Lampe schicken wir nicht nach Deutschland, aber in Österreich überhaupt kein Problem, kriegst du alles. Du hast den Laser, um punktgenau zu schießen, das ist einfach wirklich eine runde Sache. Klein, leicht, du hast sie im Standby, das heißt der Pfeil ist eingespannt, der kann aber nicht rausfallen. Du hast die da, spannst auf und kannst schießen. Es wird einen Bogen geben, der auch über 100 Pfund hat, der hat jetzt 80, zwischen 70 und 80. Das heißt, das kannst du auch Indoor schießen, du kannst Indoor trainieren, zum Beispiel mit so einem Sack hier oder mit einem anderen. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn wir dann irgendwann einmal bei 120, 130 Pfund sind, sollte man dann schon davon nachdenken, ob ich das Indoor machen will. Es wird spezielle Pfeile geben, wie ich schon gesagt habe, mit Jagdspitzen. Kriegst du dann exklusiv bei mir einen Shop? Und alle, die Armbrust bei mir gekauft haben, kriegen auch hundertprozentig diese Pfeile. Da schaue ich ja, auf dich sozusagen, wenn du das bei mir kaufst. Wird wahrscheinlich am Anfang Lieferschwierigkeiten geben, bis alles handgefertigt wird, alles gemacht. Also eine super Sache insgesamt. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Was hältst du von dem Teil? Schreib mal einfach was. Also ich finde das einfach wirklich, wirklich, wirklich toll. Klein, leicht, kompakt, super. Schreib mal ganz einfach, was du davon hältst. Link zu den Produkten findest du unten im Shop. Schau dir das ganz einfach an. Ich sag dir, es lohnt sich. Ja, ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Die Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuesten Videos von mir bekommst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und let's go. Ist wirklich ein geniales Teil. Dein Reini Rossmann. Ciao.